Herzlich willkommen zur 67. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute ein Gassenhauer von Juan D'Arienzo. Die Musik ist aus der Feder von Rudolfo Biaggi. Der Titel heißt Indifferentia, eine Aufnahme von 1938, ein Jahr nach der Entstehung dieses Stücks. Der Komponist ist Rudolfo Biaggi, der hier bei dieser Aufnahme auch am Klavier sitzt. Und der Text stammt von Juan Carlos Torri, der hieß eigentlich Torontegui, hat sich dann aber ein bisschen abgekürzt. Unser Sänger heute ist Alberto Echagüe. Und man könnte sagen, mit diesem Stück wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit Alberto Echagüe im Orchester von Juan D'Arienzo hat sich der Kantor der Orchester etabliert als Marke. Das war dann sozusagen in der Zeit, die folgte, das Kennzeichen der wichtigen Orchester, dass sie prägnante und prominente Sänger hatten, manchmal auch zwei. Davor waren die Sänger eher, man nannte sie Estribigistas. Estribigio ist der Refrain, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das heißt, sie hatten nur einen kleinen Teil des Textes beizutragen, waren nicht so wichtig, wurden auch nicht so ernst genommen. Und jetzt langsam kriegen sie eine größere Rolle. Bei Annibal Troilo später wird das dann noch mehr. Diese Aufnahme Indifferentia von 1938 mit D'Arienzo und Echagüe hat diese Entwicklung sozusagen etabliert. Alberto Echagüe, bürgerlicher Name, Juan de Dios Osvaldo Rodriguez. Damit hätte er auch was werden können, finde ich. Ja, aber Echagüe klingt besser. Klingt irgendwie baskisch. Der war ein Typ, der war varonil. Das war also ein richtiger Kerl. Der hat die männliche und raue Seite des Tango ausgedrückt. Und war einfach auch ein ganzer Kerl. Also hatte seine große Zeit natürlich mit D'Arienzo. Ist insgesamt zweimal ausgestiegen, aber immer wieder zurückgekommen. 1940 gab es ja den großen Krach bei D'Arienzo, weil die Leute mit der Gage nicht zufrieden waren in Montevideo. Und dann hat D'Arienzo versucht, noch den Pianisten, den Juan Polito, zu bestechen, indem er ihm ein bisschen mehr zahlen wollte, dem Rest aber nicht. Aber dann sind die alle geschlossen gegangen und D'Arienzo hat dann innerhalb weniger Monate ein neues Orchester mit dem großartigen Fulvio Salamanca am Klavier auf die Beine gestellt und das Orchester hat nochmal richtig durchgestartet. Aber wie gesagt, Echagüe hatte seine große Zeit mit D'Arienzo eigentlich danach, als er dann nach diesem Crash zurückgekommen ist. Und er war bekannt für seine humoristischen, derben Nummern eigentlich. Hat aber auch natürlich was sehr Sentimentales. Yo también, como todos un día, tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Und scheint auch ein sehr integrer Zeitgenosse gewesen zu sein. Es gibt eine Begegnung mit der Frau und Tochter von Osvaldo Pugliese auf der Straße. Ja, Pugliese war zu der Zeit gerade mal wieder inhaftiert. Und dann trafen Lydia Pugliese und Beba Pugliese auf der Straße einen gut angezogenen, großgewachsenen Mann. Der hat sie angesprochen. Sie kannten ihn nicht und hat ihnen gesagt, ich weiß, dass sie keine leichte Zeit haben und wenn sie irgendwelche Hilfe brauchen, hier ist meine Karte. Und auf der Karte stand Alberto Echagüe. Ein anständiger Typ, großzügig hilfsbereit, mit Prinzipien. Und hat dann bis 1976, bis zum Tod von Juan D'Arienzo, in dem Orchester gesungen und gearbeitet. Genau, hat ihn dann auch noch überlebt. Echagüe ist 1987 gestorben, hat dann weiter als Solist gearbeitet, war dann auch mit dem Orchester von D'Arienzo in Japan. Bekanntlich hat D'Arienzo Angst vom Fliegen gehabt und hat auch den Vorschlag des japanischen Kaisers, ihn mit einem U-Boot rüberzuholen, abschlägig beschieden. Und dann ist das Orchester ohne D'Arienzo, aber mit Echagüe nach Japan mit großem Erfolg. Wie jeder andere hatte auch ich einmal Geld, Freunde und ein Zuhause. Ich dachte nie, dass es Heimtücke geben könnte, dass die Welt auch zu betrügen wusste. Aber als in mein beschauliches Leben erstmals die schreckliche Wahrheit kam, suchte ich nach Rückhalt bei denen, die ich liebte. Und grausam überließen sie mich der Einsamkeit. Meine Vergangenheit zerbricht in Stücke. Jetzt zittere ich in der Kälte meines Lebens. Und die Jahre, die vergehen,
machen mir Vorwürfe, weil ich nicht schlecht handelte. Der Text von Juan Carlos Torri, ein Freund von Rudolfo Biaggi, und der hat auch noch andere Stücke geschrieben. Ja, der war auch mit Osvaldo Fresedo befreundet, hat mit ihm dann zusammen Vida Querida gemacht. Da war der Komponist Lalo Scalise. Und mit Donata hat er auch was gemacht, Mi Serenata. Also hat sehr gut seine persönlichen Beziehungen zu nutzen gewusst. Der Text ist, ich habe schon bessere gelesen oder bessere übersetzt. Es ist ein bisschen dieselbe Gewichtsklasse thematisch wie Gira Gira von Di Sepolo. Es geht um die Schlechtigkeit der Welt, um Korruption, um Gleichgültigkeit. Indifferentia heißt gleichgültig oder treulos. Und das spiegelt so ein bisschen diese 30er Jahre, die hießen ja auch die infame Dekade, La Decada Infama. Also das war eine Abfolge von korrupten Regierungen, die entweder mit einem Putsch oder mit gefälschten Wahlen an die Macht kamen. Moralisch, politisch einfach eine sehr harte Zeit für wache Zeitgenossen. Er war auch Sänger? Ja, er war sehr vielseitig. Der hat komponiert, Texte geschrieben und hat Jazz gesungen und Boleros und auch Tangos. Also war wirklich ein sehr breit aufgestellter Künstler und hatte ein langes Leben. Der ist immerhin von 1908 bis 2000 auf der Welt gewesen und das spricht eigentlich für ein zufriedenes Leben, wenn man so lange lebt. Interessant ist ja auch, dass Biaggi das 37 geschrieben hat. Da war er bei D'Arienzo, ne? Wurde natürlich mit D'Arienzo aufgenommen. Und erst 42 hat er es dann selber aufgenommen mit seinem eigenen Orchester. Und damit ihr euch davon auch ein Bild machen könnt, werden wir das am Ende spielen. Also den Schluss von Indifferentia mit dem Orchester von Rudolfo Biaggi. Und damit verabschieden wir uns aus unserer 67. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute mit der Gleichgültigkeit Indifferentia. Eine Aufnahme am Anfang vom Orchester Juan D'Arienzo, am Ende Rudolfo Biaggi. Mit dem Sänger Jorge Ortiz, 1942. Eine Version, die noch ein bisschen zackiger ist und noch ein bisschen rhythmische Besonderheiten enthält. Musik, Rudolfo Biaggi persönlich, der Text von Juan Carlos Torri, geboren als Torontegui. Es gibt außerdem noch eine Aufnahme von Canaro, von diesem Stück. In den Diskografien geistert dann immer noch ein anderes Stück herum, das heißt Escúchame Manon, weil das in Klammern auch Indifferentia hat und deswegen taucht es manchmal in der Liste auf, aber das ist ein anderes Stück. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren Daniela und Raimund, Tango Mundo, Berlin. Bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Tschüss.